geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start mit einer erneuten Reaktion. Das ist die zweite Reaktion überhaupt auf meinem Kanal tatsächlich. Und zwar sind ein paar Dinge jetzt vorbereitet. Es wurde ein Diss-Track gegen die Höllenkrieger gemacht, wo ich, sage ich mal, am meisten gefrontet werde. Das wird nämlich der Hauptteil sein. Dazu wurde noch ein YouTuber-Insel 2-Song von Lenny gemacht. Der ist KI-generiert, auf den würde ich tatsächlich gerne als erstes reagieren, um zu schauen, was er so da hingezaubert hat, weil er hat mich auch darunter markiert. Ich glaube, in seiner Inselbewerbung war dieser Song auch am Ende. Nur hat er sich nochmal richtig viel Mühe gemacht, um ein cooles Musikvideo zu zaubern. Und darauf möchte ich natürlich gerne eingehen. Und dann habe ich noch als Überraschung am Ende etwas ganz Spezielles. Das ist ganz, ganz frisch gemacht worden. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Wir gehen jetzt erstmal in Lenny rein, YouTuber Insel 2. Song, der Song aus meiner zweiten Bewerbung. Wir lassen auf jeden Fall erstmal einen freshen Like da. Alle Videos sind in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr das nochmal selber hören möchtet, weil ich mache natürlich auch Pause zwischendrin, um vielleicht Input zu geben. Wobei jetzt bei diesem KI-generierten Song weiß ich noch nicht so ganz. Ich kenne ihn ja sozusagen schon, weil ich den im Stream gehört habe. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir machen Vollbild und genießen einfach mal die Show. Let's go, 3, 2, 1. Und hier ist der YouTuber-Insel 2-Song von Lenny. Oh, schön auch mit Untertitel und so. Ohne Verzicht. Ah ja, guck mal, die haben, also Lenny hat hier auch ein paar Szenen benutzt von Chaos Flow und von mir, glaube ich, auch. Wenn ich das richtig gesehen habe in der Videobeschreibung, also er hat ein paar Leute verlinkt, bei denen er was benutzt hat. Und ich glaube, da hat er auch irgendwo eine Szene bei mir benutzt. Wollen die Insel ein neues Beginn? Okay. Let's go. Yeah! So schaut's aus. Der Part mit Tobi ist jetzt leider nicht mehr so aktuell. Aber ja, zu dem Zeitpunkt, wo die Insel, wo er die Bewerbung, die Insel 2 Bewerbung gemacht hat, die Version 2.0, war Tobi noch Höllenkrieger. Deswegen sehen wir darüber einfach mal hinweg. Das ist schon okay so. Ja. Yeah. Das ist schon geil. Oha. Ja, genau, hier, das war jetzt Szenen aus meinen Videos. Deswegen sehr, sehr cool eingebaut auf jeden Fall. Und guckt euch mal an, wie viel Mühe das eigentlich ist. Also, das sieht jetzt nach nichts aus, praktisch, ne, weil es sind ja ein paar Skins und alles drum und dran. Aber er musste erstmal in diese Version gehen, wo man so NPCs animieren kann und alles drum und dran. Musste dann hier, wenn ich das richtig zähle, auf den ersten Blick 6 Leute animieren und richtig hinstellen und dies und das. Und das dann selber aufnehmen. Das braucht halt schon sehr viel Mühe, deswegen reagiere ich da auch super gerne gerade drauf, weil ich einfach diese Mühe auch wertschätzen möchte. Das ist wirklich, wirklich krass. Also geht erstmal selber an diese Version, das ist glaube ich in der 1.12 oder so, und macht erstmal sowas. Also das braucht wirklich, wirklich lange und dann muss dein PC auch da gescheit mitmachen und, und. Also so viele Faktoren, was das einfach für den Musikvideowert einfach richtig krass aufwertet, meiner Meinung nach. Auch hier, so dieser Kampf, Alter, krass. Weitere Shots von der Insel. Das war aber noch, als es Paulberger gab. Zitachi. Ei. Oh, oh. Stase, ja! Feier ich. Halten Sie Wacht! Ja, so krass. So krass, das alles zu animieren. Wirklich, also dicken, dicken Respekt, Lenny. Retalk. Also
das ist also wirklich, also hier ist auch Songende, meine ich jetzt, deswegen ich lasse das mal im Hintergrund noch leise ausspielen. Also wirklich auch krass, wie weit wir im Thema KI gekommen sind, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Jeder kann jetzt einfach einen Song machen, ohne jetzt krasses Equipment haben zu müssen oder sonstiges, ne? Man muss kein Sänger werden, man muss nichts derartiges drauf haben, sage ich jetzt mal, außer gut schreiben zu können und Prompts für die KI sowas machen zu können. Ich verlinke euch auch super gerne in der Videobeschreibung, auf welcher Webseite man das machen kann, weil viele suchen natürlich auch danach und finden es vielleicht nicht und da gibt es halt einfach eine komplett simple Variante. Da muss man sich anmelden, dann kriegt man ein tägliches Limit an Credits und dann kann man einfach loslegen. Wer dann natürlich nicht weiß, wie das funktioniert, sollte sich unbedingt Tutorials davor anschauen. Und ja, das war der KI-generierte Song von Lenny mit sehr viel Mühe fürs Musikvideo. Deswegen alle auf jeden Fall rübergehen und ein Like da lassen. Switchen wir also rüber zu dem, was der Hauptteil von dieser Reaktion überhaupt ist. Und zwar von Raffscore. Bro, keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Wir haben hier den Höllenkrieger-Diss-Track mit Gurke. Und Gurke, den kenne ich tatsächlich schon ein bisschen. Also ich habe seine Sachen schon mal geschaut. Der hat einen Liebessong erst für Muni gemacht und dann einen Entschuldigungssong für Sitastic und hat sich schon öfters beworben für die YouTuber-Insel und seine Videos sind sehr, sehr unterhaltsam. Das muss man einfach mal so sagen. Und hier bin ich einfach mehr als nur gespannt, weil dieser Raffscore, ich nenne dich jetzt einfach Ralf, Digga, hat nämlich mit Gurke ein Feature gemacht. Deswegen, es gibt auch erstmal direkt einen dicken Like. Auch wenn es ein Diss-Track gegen die Höllenkrieger ist. Ein Diss-Track, wo es auch sehr viele Schüsse gegen mich gibt. Aber nichtsdestotrotz ist Kunst, bleibt Kunst und sollte immer mit einem positiven Auge betrachtet werden. Viele haben auch bei mir in den Livestreams damals geschrieben, dass ich doch mal gerne auf das reagieren soll. Sogar in den Kommentaren kam das manchmal vor, dass ich auf Raffscore Diss-Track reagieren soll. Ist jetzt auch schon 12 Tage her. Ein dicker Like ist da. Ich werde auch gleich kommentieren, dass er Bescheid weiß, dass ich es gesehen habe. Ansonsten gehen wir jetzt einfach mal rein. Was geht YouTube? Was geht Raffscore? Meine YouTuber-Bewerbung. Ja. Ja, ich. Das ist eine Bewerbung. Hä? Okay, gut, dann ist das die Inselbewerbung. Ich habe nämlich als Bewerbung vorbereitet einen Minecraft-Song. Beziehungsweise okay. Einen Diss-Track gegen die Höllenkrieger. Okay. Ich hoffe, er wird euch gefallen und let's go. Schauen wir mal. Es geht los. Bro. Ich hätte das an deiner Stelle nochmal neu aufgenommen, wenn diese Welt so lädt, weißt du, das sieht halt kacke aus. Also jetzt nicht komplett im negativen Sinne jetzt gemeint, aber halt so für den persönlichen Touch. Das war jetzt vielleicht zu hart ausgedrückt. Mach das auf jeden Fall nochmal neu, wenn du sowas siehst. Das wirkt einfach nicht schön, wenn die Welt erst generiert und so. Das sieht nicht gut fürs Auge aus. Ich werde jetzt auch übrigens in diesem Diss-Track auf sehr viele Punkte eingehen, die mir auffallen, würde ich mal behaupten. Das bei Lenny, das ist ein KI-generierter Song gewesen. Also, was soll ich da schon großartig sagen? Aber das hier ist halt nicht KI-generiert. Und weil es ein Diss-Track ist, werde ich natürlich dem noch extrem kritisch entgegenkommen. Weil, wenn ihr Beef wollt, ich mach mit, Alter. Ich mach mit. Na, Spaß beiseite, aber ich glaube, die Jungs haben sich da sehr viel Mühe gegeben und da ist Kritik, also konstruktive Kritik auf jeden Fall wünschenswert, denke ich mal. Also ich hätte es gerne gehabt, wenn ich das jetzt jemanden gezeigt hätte oder für jemanden hochgeladen hätte, um ihm das dann zu zeigen, dann hätte ich mir sehr, sehr, sehr gewünscht, dass die Person, die ich auch gemeint habe, dann dazu Kritik äußern kann. Oder beleidigt ist. Ich weiß ja nicht, was die Absichten sind. Aber wir schauen jetzt einfach mal weiter. Also, nächstes Mal, Bro, mach das einfach neu. Wir gehen rein. Yes, sir. Die Stadt sieht cool aus. Das Gurke. Yes, sir. Das sind ja die. Boah, 4K. Okay, ich verstehe kein Wort, aber. Besser schneller cheaten als die Höllenkrieger. Töte deine Passion, Kian, wieder. Deine Songs spielen nicht auf einer Liga. Okay,
Wir sagen gleich das dazu. Und die flieht vor jedem Schattenkrieger. Besser schneller cheaten als die Herrenkrieger. Feige und aber hype, da so wie Kios wieder. Wenn du sie wünschst, so sehr wie die da wieder. Wird besser werden, als die anderen zeigen klar, ja. Okay, okay. Das scheint wohl die Hook zu sein. Wenn ich das so richtig identifiziert habe. Also der Beat ist cool. Der Beat geht safe richtig hart rein. Ist auch wahrscheinlich so von einem Beatmaker gemacht, also so Free Beats mäßig. Die haben da auch keine kommerziellen Hintergründe da jetzt bei diesem Diss-Track. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, der Text ist ein bisschen zweckreimig. Also so schneller cheaten als die Höllenkrieger. Da, da, da und so und bla. Moment, was hat er nochmal gesagt? Ich muss nochmal zurück. Besser schneller cheaten als die Höllenkrieger. Das ist so irgendwie ein bisschen zusammenhangslos. Tötet einfach Sion Kian wieder. So, dieses Wieder ist halt so krass gezogen, dass es halt so einfach wie so Zweckreime ungefähr rüberkommt. Ja, ist ein bisschen schade. Genau, hier der Part von Gurke. Ich verstehe nicht ganz, und das ist tatsächlich eine Kritik, die ich dir persönlich auch noch gegenüberbringen muss, Gurke. Und zwar, wenn du Videos gemacht hast, deine Stimme klingt klar und deutlich und alles drum und dran, aber welche Filter legst du denn drauf, dass dein Mikro sich plötzlich anhört, wie so, als würdest du in eine Blechdose quatschen? Also ich finde, das hört sich nicht gut an. So, also von deiner Stimmfarbe, deinen Stimmklang, die gefällt mir richtig gut. Also wenn du weiterhin Songs machst und so, ich finde, deine Stimme ist perfekt zum Singen. So, ich habe ja auch die anderen Tracks gehört von dir, Gurke. Aber mach diesen Blechdosenfilter bitte weg. Der ruiniert das sowas von hart. Mach von mir aus ein bisschen mehr Reverb rein oder so, wenn deine Stimme irgendwie zu viele Höhen hat oder was auch immer, was der Hintergrund sein soll. Aber mach das bitte nicht. Lass das weg. Aber der Front mit Overhyped sowie Kios Lieder, das ist schon witzig. Also hört ihr das von der Stimme? Hört ihr das von der Stimme? Das ist keine Ahnung, wenn ich jetzt hier reinrede. Hallo, ich bin Gurke und ich mach grad einen Track. Bitte nicht, dann mach die Tür zu! Also soll jetzt nicht wie Hate oder so wirken oder das Böse rüberkommt, aber das klingt nicht gut. Das klingt wirklich nicht gut. Verbesser das, wie auch immer du das machst, aber lass es. Das ist wirklich nicht gut. Und was mir hier irgendwie ein bisschen auffällt an Gurkes Part ist, dass du irgendwie Off-Beat singst. Also irgendwie so wirklich so nur eine Sekunde oder zwei Sekunden versetzt vom Beat singst. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Ihr könnt nichts als mit Buffs rumzulaufen. Alfie, du bist eine Kopie von Alpha, das ist traurig. Let's be, hör auf, so cool zu tun. Raffscore oder Raffscore. Ich muss sagen, man merkt auf jeden Fall, dass du noch in dem Gebiet ein Anfänger bist. Das merkt man so von dem, wie du vom Flow her bist und vom Text definitiv. Aber ich finde, du hast auf jeden Fall schon eine sehr, sehr coole und gute grundsolide Basis. Du hast schon ein gutes Fundament, sage ich mal. Wenn das dein erster Song sein sollte oder einer deiner ersten Songs, sage ich mal, finde ich, klingt das schon so richtig, richtig stabil. Wenn ich daran zurückdenke, vor 6 Jahren, wie mein erster Song sich angehört hat oder die ersten Songs, mein erstes Album, was auch immer, das war bei Weitem doch nicht so gut auf den Flow jetzt im Vergleich, wie es jetzt bei dir ist in deinen Anfängen. Man merkt es auf jeden Fall sehr stark, weil du dir noch ein bisschen sehr unsicher bist. Also das hört man zumindest raus. Und vom Text her, das ist halt alles viel zu stark zweckreimig. Aber Ich find's cool, dass du am Anfang schon so krass da bist. Vielleicht hat dir Gurke da auch gut geholfen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil er ist da schon auf jeden Fall gut dabei. Aber ich find's cool, wie deine Anfänge sind, safe. Denn dein Klang besteht
aus einem Stein und einem Huhn. Du Huhn, denkst auch wirklich, dass du irgendwas kannst? Nichts aus dein Gestank, hast du Besonderes am Mann, Timmy. Ja, also check dir so vom Text, das ist halt, das war halt jetzt auch zum Beispiel wieder so nichts aussagen, also Kiro, du Huhn, so irgendwie frontig rüberzubringen. Ja, bisschen schwach halt in meinen Augen, aber kann man machen. Aber so als Diss-Track, für einen Diss-Track, aus Diss-Track-Sicht, sage ich mal, schwach. 20 Herzen, aber nichts, das du mal kannst. Versuchst nach Moni zu langen, aber hast sie nicht gefangen. Ey, Kiro, Beats on the Mix. Besser, schneller cheaten, als sie hören. Okay, jetzt kommt nochmal die Hook. Hört ihr im Hintergrund Gurkes Stimme? Ich feier dich, wirklich. Ich feier deine Stimme. Halt daran fest, mach weiter. Meiner Liga, um die viel vor jedem Schattenkrieger. Wieso? Guck mal, man hört dich im Hintergrund klar und deutlich und du hast die Töne, du hittest alles richtig gut. Wieso machst du dann diesen Blechdosen-Effekt, Mann? Lass das sein! Unsere Kiros wieder. Ja, okay, aber nichtsdestotrotz wirklich, wirklich richtig gut gemacht, Jungs. Also, erstmal, sag ich mal, den Mut zu besitzen, sowas überhaupt zu machen, weil keiner weiß, was ja dabei rauskommt. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt auch einen Diss-Track zurückmachen oder so, werde ich aber nicht machen. Also den Mut zu besitzen, sowas zu machen, finde ich einfach sehr respektabel. Deswegen geht auf jeden Fall auch darüber und lasst Liebe da. Weil von den Diss-Lines her gab es eigentlich nicht viel, bis auf das mit Overhyped wie Kiros Lieder. Das ist die einzige Line, die halt, sag ich mal, als Punchline gelten darf. Und ich halt einfach sehr unterhaltsam fand. Deswegen... Sehr, sehr gut gemacht, Jungs. Sehr, sehr cool. Und seid ihr jetzt einfach mal komplett bereit? Moment, ich habe meine LEDs ja gar nicht an, hä? Warum sagt ihr denn nichts? So, jetzt sind sie an. Seid ihr jetzt komplett bereit für die Überraschung, die ich vorbereitet habe? Und zwar einfach das Coolste, was, glaube ich, bis jetzt jemand gemacht hat, so als langes Video. Es gibt sehr, sehr viele Edits und so, die mir mega gut gefallen, die ihr macht und da... Fettes, fettes Dankeschön auch an alle, die sich da einfach Mühe geben, um so ein Edit zu machen. Auch wenn es nur eine Vorlage ist auf CapCut oder wie ihr das macht. Wirklich nur Kuss und Liebe an euch alle. Und hier haben wir von, ich kann es gar nicht aussprechen, ich nenne es jetzt einfach mal Mor. Einfach eine Präsentation über mich. Und das Ganze geht 1 Minute 40. Ist auch verlinkt in der Videobeschreibung, wie gesagt. Einen dicken Like gibt es auf jeden Fall schon mal und wir gehen einfach mal rein in die Präsentation über Kiro de Chico, Alter. Let's go! Wer ist Kiro? Im Hintergrund läuft tatsächlich fremd. Ich mache das ein bisschen leiser. So, how is Kiro de Chico? Mir geht's gut. Wer ist Kiro und was macht er? Oh, da bin ich! Das ist Kiro, er ist zwischen 22 und 23 Jahre alt. Mehr wissen wir auch nicht. Ich bin tatsächlich 23, ganz genau. Er ist ein YouTuber und macht Minecraft-Videos, das ist korrekt. Er bringt seit 6 Jahren Songs raus. Da hat jemand im gestrigen Stream tatsächlich sehr aufmerksam zugehört. Finde ich schön, finde ich cool. Ich fühle mich sehr geehrt, dass so eine Information direkt hier mit reinfließt. Sehr, sehr schön. Mein Lieblingslied... ist sein neues Lied fremd. Oh, das freut mich sehr. Okay. Was jetzt? Was ist Minecraft? Oh, ganz kurze Beschreibung, was Minecraft ist. Auch gut. Minecraft ist ein Spiel, wo man baut. Man kann auf Überleben oder Kreativ spielen. Es ist ein Einblick in eine andere Welt, wo man überleben muss. Okay. Das letzte war jetzt zu schnell weg irgendwie. Moment. Man kann seinen Fantasien rauslassen. Das stimmt komplett. Das ist sein neuestes Lied in 3 Versionen.
Fremd normal, Fremd sped up und Fremd slowed. In dem Song geht es um ihn und eine weitere Person. Die zwei sind nach langer gemeinsamer Zeit, die zwei sind nach langer gemeinsamer Zeit, fühlen sie sich aber den wie fremd. Der Satz ist verwirrend, aber ich verstehe, auf was du hinaus bist. Und egal wie es war, es ist jetzt alles vorbei. Das ist eine sehr, sehr präzise Analyse eigentlich über den Song. Ja. Hühner sind sein Zeichen. Ja, das ist Josef, sein Huhn, was er oft in seinen Videos findet. Ja, das Baby Josef. Oh, Spotify. Wo kann man seine Songs hören? Spotify. Und das hier ist, glaube ich, Apple Music, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das YouTube Music? Das sieht alles irgendwie immer gleich aus, ne? Seine Songs, seine alten und neuen kann man auf seinen Spotify hören. Die neuen auf Apple Music. Also man kann alle überall hören. Ich mache immer nur meistens die Sped Up und Slowed Versions. Lasse ich tatsächlich nicht auf YouTube automatisch generieren, sondern nur auf Spotify und den anderen Anbietern, also dieser Apple Music, Amazon Music, keine Ahnung, Music, also man kann mich wirklich überall hören. Also egal, welche App ihr benutzt, ihr seid in guten Händen. Das sind seine YouTube-Accounts, Kiro Highlights und Kiro De Chico. Der Kanal Kiro De Chico wurde am 12.08.23 gegründet. Der Kanal Kiro Highlights wurde am 29.10.23 gegründet. Also die beiden Accounts sind tatsächlich noch nicht so alt, sind aber nicht meine ersten Accounts. Ganz wichtig. Kiro De Chico ist sein Hauptkanal, wo jeden Tag Videos kommen. So sieht's aus. Sehr cool bis jetzt. Das ist sein Twitch. Also wirklich, die Präsentation ist so süß gemacht. Wie oft streamt Kiro? Er streamt donnerstags und samstags und manchmal zwischendrin. Da hat jemand seine Hausaufgaben nicht ganz richtig gemacht. Mein Streamplan sieht nämlich wie folgt aus. Montag ab 19 Uhr circa, meistens ist es 20 Uhr. Mittwoch circa ab 19 Uhr, meistens 20 Uhr. Und dann samstags in der Früh und dann nochmal am Abend. Das ist vom Streamplan her, wie ich wirklich ganz, ganz feste streame. Manchmal muss ich es leider absagen. Das stört mich selber und stinkt mir selber, weil ich eigentlich streamen möchte. Aber manchmal funktioniert das halt leider nicht, wenn man am Tag dann doch noch ein bisschen zu tun hat und Dinge dann dazwischen kommen, die nicht eingeplant waren. Dann läuft das halt leider nicht wie geplant. Aber deswegen Korrigierung. Donnerstags ist eigentlich eher so ein Tag, wo ich spontan streame, falls ich streame. Und wenn, dann mache ich das immer als Voting über den WhatsApp-Kanal oder, na gut, auf Discord habe ich das eigentlich noch nie gemacht. Aber, ja, hauptsächlich über den WhatsApp-Kanal. Deswegen, Hausaufgaben nochmal nachmachen. Wie lange gehen seine Streams? Meistens 2 Stunden, außer es kommt was dazwischen. Das stimmt. Also es ist immer so ein Minimum von 2 Stunden angesetzt. Darüber hinaus eigentlich auch super gerne, aber da müsste ich dann anfangen, auch früher zu streamen, was ich meistens aber einfach mit der Tagesplanung nicht hinbekomme. Was ist das jetzt? Hallo? Achso, das sind ein paar Bilder. Oh! Oh! Sogar noch hier von der alten Perspektive, bevor ich mein Zimmer umgestellt habe. Oh, mega. Woher kommen die Bilder? Manche kommen aus Livestreams und andere kommen aus Videos. Die Gründe, warum ich ihn präsentiere. Erster Punkt, er ist einer meiner Lieblings-YouTuber. Oh, mein Herz. Er reagiert auf alle seine Abonnenten. Wie man sehen kann, tue ich das gerade. Er ist sehr dankbar für alles. Das stimmt. Das stimmt zu 100%. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sonst noch Fragen. Herr Lehrer. Ich habe da noch eine Frage. Ja, Kiro. Habt ihr schon alle abonniert und ein Like da gelassen? Oh, und dann komme ich nochmal. Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ach, die Präsentation wirklich sehr, sehr schön. Super. Wie gesagt,
Alle drei Videos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Das würde mich extrem freuen, wenn ihr rübergeht und bei allen einfach mal ein Like da lasst, einen Kommentar. Keine Ahnung, wir können ja auch einen Hashtag ausmachen. So Hashtag AltF4, Alter. Yo, ist das ein krasser Hashtag. Wenn auch ihr irgendwie vorhabt, irgendwas Kreatives in der Richtung zu machen, dann bin ich definitiv nicht abgeneigt, auch drauf zu reagieren. Deswegen, wenn ihr irgendwas vorhabt, euch aber nicht traut, irgendwas gegen mich oder für mich zu machen und es nicht öffentlich posten wollt oder wie auch immer, dann sage ich euch an der Stelle, traut euch ruhig gerne, zieht euer Ding durch, weil wenn es wieder so eine Ansammlung von ein paar Werken gibt, dann reagiere ich da einfach super, super gerne drauf. Und wie man sehen kann, poste ich das einfach auch dann liebend, liebend gerne auf meinem Hauptkanal. Wenn es einfach Inhalte gibt, die über mich sind oder durch mich oder wie auch immer. Aber ansonsten hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, lasst Liebe da und wir sehen uns im nächsten Video. Haut die Glocke kaputt!